Zwischen Beginn der Trübsal und der Entrückung liegen 10 Tage. Warum das so ist, wird nun durch Gottes Wort erklärt. Das Hochzeitsmahl im Himmel, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 27. April 2010 von Yahushua HaMashiach, Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Hört das Wort des Herrn, hört der Stimme eures Erlösers zu, denn das sagt der Herr. Die Zeit ist gekommen, das Hochzeitsmahl ist dabei zu beginnen, und meine Braut wird sicherlich hochgenommen sein. Und schaut, der große und schreckliche Tag des Herrn wird hereinbrechen, denn ich habe es tatsächlich gesprochen und werde nicht bereuen. Es wird sicherlich sein. Schaut, steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen, sogar 10 Tage und 7, die dabei sind, hereinzukommen? Doch ihr lehnt ab zu sehen, stillstehen mit euren verhärteten Herzen, euer Verstand abgestumpft, betäubt und ohne Gefühl. 10 Tage und 7. Es folgt eine Analyse, um den Sinn aufzuschließen. Das Hochzeitsmahl ist dabei zu beginnen, und meine Braut wird sicherlich hochgenommen sein. Und meine Braut wird sicherlich hochgenommen sein. Ein Hinweis auf die Entrückung. Und schaut, der große und schreckliche Tag des Herrn wird hereinbrechen. Der große und schreckliche Tag des Herrn wird hereinbrechen. Hinweis auf den Beginn der Trübsal. Schaut, steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen, sogar 10 Tage und 7, die dabei sind, hereinzukommen? Steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen? Wen spricht er hier an? Das Wort des Herrn gesprochen zu einem Bruder in Christus und zu Timothy, für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Für all jene, die Ohren haben, um zu hören. Gott spricht zu allen Menschen. Doch ihr lehnt ab zu sehen, stillstehen mit euren verhärteten Herzen. Doch ihr lehnt ab zu sehen, stillstehend mit euren verhärteten Herzen. Hier spricht Gottes Sohn zu denen, die zurückbleiben werden. Schaut, steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen, sogar 10 Tage und 7, die dabei sind, hereinzukommen? Jesus spricht zu seiner Braut und denen, die zurückbleiben werden. Beide stehen in der Mitte von Sorgen, sogar 10 Tage und 7, die dabei sind, hereinzukommen. Die Zeit ist gekommen, das Hochzeitsmahl ist dabei zu beginnen, und meine Braut wird sicherlich hochgenommen sein. Und schaut, der große und schreckliche Tag des Herrn wird hereinbrechen, denn ich habe es tatsächlich gesprochen und werde nicht bereuen. Es wird sicherlich sein. Schaut, steht ihr nicht schon in der Mitte vieler Sorgen, sogar 10 Tage und 7, die dabei sind, hereinzukommen? Doch ihr lehnt ab zu sehen, stillstehen mit euren verhärteten Herzen, euer Verstand abgestumpft, betäubt und ohne Gefühl. 10 Tage und 7 Tage oder 10 Tage und 7 Jahre? Die Zurückgebliebenen werden 7 Jahre durch die Trübsal gehen. Die Braut wird 10 Tage durch die Trübsal gehen. Die Entrückung findet 10 Tage nach dem Beginn der Trübsal statt. Hier ein Auszug aus dem 3. Testament, Kapitel 56, Vers 17. Angesichts meiner Beweise und Wunder wird die Welt erzittern und die Theologen und Ausleger der Prophetien werden ihre Bücher verbrennen und sich innerlich bereiten, um diese Offenbarung zu studieren. Neuoffenbarungen sind das Wort Gottes. Nicht der Bote rechtfertigt das Wort,
sondern das Wort rechtfertigt sich aus sich selbst heraus. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hör auf dein Herz, wenn er dich ruft. Hör auf dein Herz, nichts anderes könntest du tun. Ich weiß nicht, wohin du gehst, und ich weiß nicht, warum. Hör auf dein Herz, bevor du ihm sagst, lebe wohl. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Time, time is ticking by, and I can feel an explosion inside. And time, time is ticking by, and I can feel an explosion inside, as in the days of Noah, as in the days of Noah. When the rain starts falling, it's too late, it's too late. And time, time is ticking by, and I can feel. People get ready, Jesus is coming.
And I have the impression that Germany is to become a center for the sending forth of missionaries and the word of God to the whole world. Und ich habe den Eindruck, dass Deutschland zu einem Missionszentrum wird, von wo aus das Wort Gottes in die ganze Welt gehen wird. Now, my dear wife Ruth believes that the Lord gave her a prophetic word and she's going to deliver it at this time. And I'm going to ask my dear brother Klaus to be ready to interpret it. Meine liebe Frau Ruth hat ein Wort von dem Herrn und sie möchte es zur jetzigen Zeit geben und ich möchte meinen lieben Bruder Klaus bitten, das zu übersetzen. This word came to me during the worship. Dieses Wort wurde mir während der Zeit der Anbetung gegeben. And the Lord also spoke to me of fire. Und der Herr sprach ebenfalls zu mir durch Feuer. But it's a very personal word. Es ist ein persönliches Wort. The Lord says, I am indeed coming very soon. Der Herr sagt, ich werde in der Tat sehr bald kommen. You must believe the words you hear that I am coming soon. Ihr müsst den Worten, die ihr hören werdet, glauben, dass ich sehr bald komme. But before I come, I am sending a fire. Aber bevor ich komme, werde ich ein Feuer senden. Upon my people. Auf mein Volk. And I will use my fire to burn away everything in your lives that does not glorify me. Und ich werde mein Feuer einsetzen, alles in eurem Leben auszubrennen, was mich nicht verherrlicht. If you have other gods besides me, I will burn them up. Wenn ihr andere Götter neben mir habt, werde ich sie verbrennen. I want a people who are totally committed to me. Ich möchte ein Volk haben, das sich mir ganz ausgeliefert hat. Who will submit to my fire. Die sich meinem Feuer aussetzen. I took my servant Abraham to the top of a mountain. Ich habe meinen Diener Abraham auf den Berg geführt. And tested him to see if he really loved me. Und habe ihn erprobt, zu sehen, ob er mich wirklich liebte. And I say to you, my people in Europe. Und ich sage euch, meinem Volk in Europa. I am testing you with fire. Ich werde euch mit Feuer erproben. Do not run from my fire. Lauft nicht weg vor meinem Feuer. But embrace my fire. Sondern umarmt mein Feuer. That I may make you perfect and holy. Dass ich euch vollkommen und heilig machen kann. And ready for my coming. Und dass ihr bereit seid für mein Kommen. Thus says the Lord. So spricht der Herr. Yahushua.